Wir schalten jetzt live zu unserem Außenkorrespondenten nach New Joghurt. Herr Lekmischinski, wie ist die Lage? Ah, ich stehe hier in New Joghurt. Kürzlich wurde hier eine Ledergerberei gebaut, um das Leder weiter aufwerten zu können. Zusätzlich wurde hier ein Winzer gebaut, mit dem jetzt die Weintrauben zu Wein gemacht werden können. So, wiederhören! So, wir sind mitten im Sommer und es regnet wie Sau, das ist nicht gut. Ist Ale drin? Ja, mal gucken, wie viel der eine hier denn so im Jahr schafft. Das wäre ja auch mal... Jetzt schon 20 gemacht. Das ist ja nicht schlecht. So, wir haben 4 Laborer übrig. Ich weiß nicht... Weiß nicht, ob wir noch mehr Häuser bauen sollten. Oder... Ob wir denn doch erstmal die Mine anvisieren? Obwohl wir dafür denn auch... Den bräuchten wir einen Gem-Cutter. Was wir auch noch nicht haben. Da brauchen wir brauchen so viele Leute. Ich hätte auch gerne eine zweite Mine für Kohle. Ja, das ist ja auch... Walnusssamen. Aber erstmal nicht Tschüssikowski. So, was haben wir? Hier sind gar keine Wollmäntel drin. Bräuchte ja auch einen zweiten Schneider, ne? Dass der für alle schneidert. Und ist dieses Leder. Ich hoffe mal. Okay, Cured Leather. Ich hoffe mal, der verbraucht nicht so viel Salz, ne? Dass nicht der Salzer da Probleme bekommt. Salz haben wir noch 700. Leder gab es ja... Da haben wir wahrscheinlich erstmal keine Probleme. Da so viel von haben. Da, 900 noch. So, und das war ja auch ein Einzelstück hier. Genau, ein Buffcode aus Cured Leather. So. Das finde ich jetzt auch mal interessant, ne? Ob auch der Schlechter losgeht und sich das hier vom Boden aufhebt, ob das geht. Wäre natürlich gut. So, Beef. 600 Beef ist im Lager noch. Sehr gut. Werden die Leute auch mal mehr? Muss da mal irgendeiner auch erwachsen werden? Hier haben wir haben 37 Schüler insgesamt und noch 47 Kinder. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Oh. Oh, hier ist ein... Anscheinend ist da... Hä? Sind die zusammengezogen? Das war doch vorher nur eine Frau, die alleine war. Hm. Ja, vielleicht haben die Platz gemacht für andere. Die haben auch noch ein Kind dazu gekriegt. So, hier, ah, da ist schon Weg, ja. Hat mich doch, ich baue hier einfach mal noch ein Haus hin. So, das geht bis hier. Passen da Häuser hin, ist jetzt eine Frage. Weil ich wahrscheinlich nee sagen muss, ja. Schade. Naja. So, hier Haus direkt neben der Kneipe ist gut. Wein, ja. So, dann bitte alle da hingehen und ordentlich genießen. Was? Oh, Ale ist ja viel. Dann will wir das seit Anfang an. Wir haben ja, der Mönch arbeitet ja schon ewig an dem Bier und wir hatten nirgendwo einen, der es ausgeschenkt hat. So, Glassware. Ich wollte mal gucken, wie viel Weed wir noch haben. Weil Bier kann man ja vielleicht auch machen. 5.900. So, können wir hier mehr Leute haben? Wie als Müller arbeiten. 3 ist maximal. Okay, das ist okay. Sieht's hier aus, da wird nicht so richtig was gelagert. Ich habe keine Ahnung, warum. Bestimmt, weil das alles hier reingeht. Und es noch nicht ganz voll ist. Ja. Einfach näher dran. Tja. Der arbeitet... Oh, da könnten wir auch einen zweiten noch benutzen, ne? Ja, für was anderes reicht das nicht. Wir könnten 2 Bäcker haben, aber wir haben so viel Essen. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr Leute. Da ist
wird da kein Weg dran vorbei. Wir brauchen mehr Familien, dann bauen wir einfach noch ein Haus hier hin. Zack. Noch eins. Ich glaube nicht, dass wir Probleme kriegen mit... Außer mit Feuerholz. Das kann gefährlich werden, da müssen wir mal gucken. Ui, kann man ja sogar drei Leute haben. Das, machen wir das so. 2500, machen wir 2500. Oh, 25 ist ein bisschen viel. Eine Null weg. Zack. Wunderbar. Und dann gucken wir mal... Oh. Ne, das ging ja schnell. Achso, 400 ist Standard bei denen. Hier? 1400. Hä, was war... War das so ein gutes Jahr? Warum ist denn das schon alles fertig? Ist hier auch. Was geht denn ab? Zeit ist fünfmal. So, 29. Dann können wir hier die drei haben. Anderen gehen hier in eine Mine. Den Steinbruch brauchen wir da. Ich würde ja gern schon mal wenigstens die Mine bauen. Dass sie schon mal da ist. Entweder hierhin oder aber hier oben. Weil hier auch die ganzen Lagermöglichkeiten sind. Fände ich wahrscheinlich sogar sinnvoller. So, wo? Mine haben wir ewig nicht gebaut. Hier, da, awesome Minerals, da. Precious Mine. Auch Lumber haben wir. So, einmal hierhin. Den Weg. Ich aus Stein. So. Es geht. Das ist sogar noch Eisen. Das nehmen wir mal gleich mit. Steine auch, aber da Eisen. Ist mal wichtiger. So. Jetzt haben wir noch 9 Leute, die hier von den Plantagen das Zeug abbauen. Das ist gut. So, Zuckerrohr ist diesmal am langsamsten. Ist ja komisch. Erdbeeren sind auch fertig. Sehr gut. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir vielleicht hier mehr brauchen. Jetzt nur einen. Da können sogar drei Leute arbeiten. Schon wieder Enten. Wir kommen nicht auf 750 damit, oder? Geht das? Geht 750 durch 6? Hm. Vielleicht nicht. Kommen wir denn? 1200? Nee, das geht nicht. Kriegen wir noch irgendwo 300 zusammen? Vielleicht hier? Was gibt's denn hier noch? Zack. 3600. Ist denn, wenn wir hier 2, 4, wenn wir 6 nehmen, dann kostet das. Oh ne, das ist ein bisschen viel. Wenn wir 5 nehmen. Jetzt brauchen wir noch 150 irgendwo. Oh. Das heißt 10. Turret. Und gleich Tschüssikowski. Das können wir vertragen. 10. Oh. Der nimmt keinen Schnaps. Glassware aber. Herbs. Ist es denn irgendwas, was wir denn später nicht mehr haben werden? Ja, weil wir... Nee, 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 komm. Wir haben jetzt zwei Leute, die das machen. Da irgendwo ist er hier. Und im Jahr schafft er 160 hat er jetzt schon. Produzieren wir jetzt auch mal, um uns die Sachen hinzustellen? 180, jawohl. Brauchen wir denn mehr Preservisten? Wir machen ja nicht mit Glas, ne? Aber der Marmeladenmacher auf jeden Fall. Da können wir hier mehr haben. Das ist gut. Hier brauchen wir nicht unbedingt. Na, Schnaps haben wir genug. Ja. Können ja auch zwei arbeiten. Aber ich weiß nicht, was das denn bringt. Weil ich glaube, die Leute können das nicht zu Hause haben, ne? Die können das nur mitnehmen. Die können da hingehen und da trinken und dann fertig. Early Winter. So. 7 Leute. Als Bauarbeiter. Achso, wegen den Häusern hier, ne? Stonehouse, das 8.
Ist ja auch neu. So, Teacher, ja. Die sind auch alt. So, aber wir haben auf jeden Fall noch genug Eisen. Wir haben keinen Stein mehr. Sehe ich gerade. Schade. Braucht man hier so viel? 140. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Ist ein bisschen gefährlich. Keine Ahnung, wo hier noch Stein rumliegt. Hier auf alle Fälle. Da ist auch noch Eisen bei. Das ist gut. Naja, aber sonst. Hier vielleicht. Ah, da. Oh, jo. Das ist noch genug. Tja. Das ist ja ungünstig gelaufen. Aber wir haben jetzt im Winter haben wir genug Laborer. Die können es ja ganz schnell beschaffen. Hier sind auch noch Steine. Hier vor der Tür auch. Hier auch. Da auch. Ja, ja. Ja, ja. Das klappt schon. So. Ich würde mich ja jetzt mal dafür interessieren, wie viele Gold- und Silbererz wir haben. Das, bisher war das ja nicht so viel in Betrieb. 6-mal Gold und 17 Silber. Das ist nicht so krass. So, das Smokehouse ist noch gut dabei. So, weil die beide Fisch machen. Könnten auch Chili smoken, ne? Das geht auch. Wie viel haben wir denn da noch? Chili 600. Aber das reicht nicht fürs ganze Jahr, ne? Dass da immer gesmoked wird. Der Chili. Das müsste ja schon irgendwas sein, was auch genug da ist. Aber mit den blöden Cuts, davon haben wir ja immer nicht so viele. Die werden ja immer direkt weggegessen, weil auch nicht so viel produziert wird. Davon. Jetzt, naja. Dann haben wir denn Beef Jerky, Bison Meat. Ist jetzt auch nicht so viel. Und Beef 200. Müsste denn nicht eigentlich jetzt durchgehend arbeiten? Da schafft einer gar nicht so viel. Doch, guck mal den hier an. 160. Das lassen wir erstmal so. Das ist ja nicht so wichtig. Müssen. Ja gut, aber wir haben keinen. Wir haben keine Steine. Sonst würde ich jetzt auch schon mal einen Gem-Cutter bauen. Oder was braucht der? Vielleicht braucht er gar keine Steine. Hier ist es und dann. Smithing and Crafting. Hier. Nee, der braucht Bricks und das andere Zeug. Nee, der braucht sowas gar nicht. Wenn wir den hier gleich in den Wald bauen, dann ist er nämlich... Ich habe keine Ahnung, wo man Edelsteine lagert. Ja, komm hier. Oder hier. Das würde auch gehen. Doch, dann bauen wir den hier hin. Muss er eben ein bisschen laufen. Macht denn aber nichts. So. Wieder ein paar mehr. Achso, weil da vier Leute arbeiten da dran, ja. Furnishings haben wir, Building Supplies haben wir und Bricks haben wir auch auf jeden Fall genug. Lumber ist da, Steine ist doof. Eisen haben wir jetzt aber viel, das ist gut. So, hier sind auch noch ganz viele Steine. Ja. Ich frage mich mal, ob wir das hinkriegen, dass wir irgendwann keine Warnungen mehr kriegen für irgendwas. So. Winter ist fast vorbei und wir haben noch 600 Feuerholz. Also das hat gut geklappt. Dieses Mal. Und ich habe so langsam das Gefühl, wir kriegen Probleme mit Werkzeugen. Es wird doch ein bisschen wenig. Kohle haben wir noch 1000. Hätte ich wahrscheinlich gekauft. Die sind immer noch da. Enten. Nee, Tschüssikowski. Müssen ja nicht jedes Mal was kaufen. Wir haben jetzt 23 schon von 59. Müssen sich ja auch jetzt schneller vermehren. Oh, die sind fertig. Da wohnen Leute, da wohnen Leute, da wohnen Leute. Die haben schon ein Kind. Das Kind ist schon älter.
Ja, die sind zu alt, die Eltern. Die kriegen keine mehr. Sugar Cookies, 144, ja. So. 400 im Jahr. So, wir haben Early Spring, da müssen wir jetzt dann nochmal hier zack, gucken, wie viele Leute wir jetzt übrig haben am Ende. Das wäre jetzt entscheidend. So, die haben schon wieder kein Zeug. Dann gucken wir mal, ob die Oliven noch da sind. So, wir brauchen 30 Leute wieder. Ach, Mann, ey. Hätten wir genau mit denen zusammen, aber das ist nicht gut. Auch ein 7. Mal hier runter auf 9. Haben wir noch einen in Reserve. Haben wir noch einen Bauarbeiter dazu. Und zack. Dann haben wir jetzt noch 8 Leute übrig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was ist der? Ich glaube, Stonecutter. Naja, da hatte ich gar keine reingemacht. Was hat der nicht? Charcoal fehlt. Oh, hier arbeitet nur einer. Das ist nicht gut. Das müssen 2 machen. Damit wir da genug haben, haben wir keine Charcoal mehr. Haben die alles... Nee. Aber so gut wie, ne? Das haben die schon benutzt. Hier wollte ich hin. Auch Charcoal. Das sind auch 2, die das machen. Gut. Furnace Fuel ist... Fuel Refinery? Ah nee, da haben wir 2 davon. Oh. Brauchen wir ja aber. So, oh, da wird das gleich fertig. Das sieht ja idyllisch aus, ne? Hier so richtig schön im Wald. Im Palmenwald. Die Edelsteinmine. So. Aber das sind die Wahrscheinlichkeiten, man baut alles automatisch ab. Wir können nur 3. Die 3, hä? Wie viel können da maximal arbeiten? 5 nur. Oh. Das ist ja komfortabel. Ich dachte, da müssen auch 15 rein wie die andere. Das ist ja cool. Oh, die zählen auch als Minenarbeiter mit. Das ist nicht so cool. Oder 22 Leute. Und das ist ja... Damit habe ich nicht gerechnet. Sehr gut. So, und die haben auch alles da. Die bauen schon. Sehr gut. Wir brauchen gar nicht so viele Laborer, ne? 2 reichen, ja? Oh, die sind fertig. Dann macht der jetzt mal Candle Bundles. Du schon wieder alle. Aber das ist ja okay, oder? Wie viel schafft denn der im Jahr davon? 520 hier und dann nochmal 50, also 570. Insgesamt. Das ist okay. Und wie viel Bambus wird gemacht? Er wird halbiert wahrscheinlich ungefähr. Ja. So, den soll er mal aus... Keine Ahnung, ob die das denn auch zum Heizen benutzen können, weil die Candles haben die, glaube ich, nicht zu Hause. Nee, das machen sie nicht. Ist auch nicht, die braucht man, glaube ich, auch sonst nirgendwo. Aber wir brauchen keine Bauarbeiter mehr. So, dann gehen die auch noch in eine Mine. So. Für Furnishings. Hier könnte man Candles. Doch, da braucht man Candles. Oh. Okay. So, und jetzt mal gucken, was der Gem-Cutter so machen kann. Der kann Polished Gem, Rough Gemstones. Okay, hier hätte ich gedacht, wie viele können da arbeiten? 1er, 2er. Hier hätte ich gedacht, dass da die Perlen mal verarbeitet werden können, diese Small Pearls oder so. Da eine Pearl. Aber anscheinend nicht. Keine Ahnung, wo man die denn benutzt oder ob man die nur handeln kann. Das ist ein bisschen uncool. Aber gut. Da könnten wir dann auch einen einsetzen, falls wir irgendwelche Gemstones hätten. Ich glaube, wir haben 1 oder so. Kann das sein? Ja. Vielleicht auch nicht. Reeds, Roots, Rope? Nee, haben wir nicht mal.
Oder ist es bei G wegen Gemstone? Da ist G, Gemstone, doch Rough Einer. Nur. Oh, das lohnt sich nicht. So, da arbeiten 4 Leute. Ja, das ist gut. Dann bräuchten wir als nächstes auch noch ein Smelting-Haus, ne? Dass wir diese Taler da schmelzen können, die wir dann auch irgendwas handeln. Was hat denn der alles bei? Oh, Katz. Ah, ja. Fieldberry Seeds, Bamboo Seeds, Beetroot, Carrot Seeds, naja. Elm ist auch nicht schlecht. Aber. Nö, Tschüssikowski, Essen haben wir genug. Wir haben jetzt auch wieder Steine. Wir haben kein Holz. Fällt mir jetzt gerade auf, das ist ein bisschen bedenklich. Okay. Forester Lodge, weil wir nirgendwo. Ja. Die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Wir waren so lange immer wieder an der Grenze. So. Wie sieht es bei dem aus? Der hat 2, genau, das ist okay. Hier haben wir jetzt 3. So. Ganze Zeit nicht drauf geachtet, weil das Limit so klein war. Oh, hier sind auch nicht genug. Brauchen wir da auch mehr? So. Haben wir jetzt, sind jetzt alle voll besetzt. Hier sind 4 drin. Da sind 4 drin. Gehen wir noch eine Forester Lodge. Da sind auch 4 drin. Das ist gut. Doch, da haben wir 2. Das ist richtig. Dann müssen die jetzt mal ein bisschen ranhauen. Weil das ist gefährlich, ne? Wenn wir. Gut, jetzt haben wir hier auch noch Leute, die Charcoal machen. Wir haben die Cutter hier, die zu dritt das cutten. Wenn wir die ganze Zeit am Limit waren beim Holz, müssen wir das wohl hochschalten auf 2000. Dass wir da genug kriegen. So. Na, der hat leider erstmal keine Arbeit. Da kann man es ja anscheinend nicht immer beeinflussen, wie oft man diese Stones kriegt. Tja. Gut, dann kündigt sich jetzt schon die nächste Krise an. Zeuge sieht auch nicht so dolle aus. Müssten wir denn auch wieder nachlegen? Oh, 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 oh. Setzen wir hier noch einen zweiten ein. Vielleicht wird denn irgendwas besser. So. Dann machen wir jetzt aber erstmal Schluss und in der nächsten Folge gucken wir mal denn, ob wir irgendwie an dieser Holzkrise vorbeikommen. Also dann bis zum nächsten Mal. Bye! Banished!